So. Das war ja mal ein Angriff hier mit diesen Mutantenteilen. Also da kann man ja einiges an Munition verballern, wenn man dem begegnet irgendwie. Aber ich bin zu blöd. Das ist die königliche Frage, ob man überhaupt einen Weg lang geht. Steampack reinhauen und dann erstmal auf die Karte schauen. Höhle von Rock Creek. Hab ich die jetzt freigeschaltet oder wie? Will ich auch gar nicht hin. Läuft. Da gehe ich nicht hin. Das ist alles verseucht. Ja, Minigun kann ich jetzt leider nicht mehr schleppen. Das kleine Raketen. Sturmgewehr habe ich keine Patronen für. Speichern. Gehen wir einfach mal hier hoch. Mal umschauen. Ich kann jetzt gerade keine Gegner erkennen. Gucken, ob ich jetzt in Richtung dieses Gebäudes laufe. Das Gebäude ist da. Schaut mal, wo ich stehe. Also wieder muss ich komplett einmal durch die Stadt. Und wahrscheinlich einmal komplett durch den ganzen Streifenzug. Nach dieser langen Gasse hier rechts abbiegen irgendwo. Aber hier wird es jetzt schon erstmal gemetzelt geben. Das war schon ein Roboter oder irgendwas. Robot-Jobber. Verdammt und eins. Na, was soll man denn gegen Roboter ausrichten? Ich hab mal eine Idee. Ich will ja nicht unverständlich sein. Aber wie viel Reichweite haben diese Dinger? Finde ich gerade ein bisschen unfair. Oh Mann, hier auf diesen Lastern, da gibt es bestimmt Aufladung. Jetzt kann ich nicht da hingehen wegen diesen verdammten Teilen. Kann doch nicht sein, ey. Irgendwann ist es ja auch mal gut, ey. Mit was bitte schießen die denn da hinten? Hammerhart, ey. Ist ohne Witz. Jetzt gehe ich diesmal gleich hier links lang. Vielleicht sehen die mich dann erst gar nicht, diese Roboterteile. Oh, hart, ey. Ne Witz.
blöden Dinger, ey. Ich lasse sie jetzt einfach links liegen im wahrsten Sinne des Wortes. Versuche da vorbeizulaufen. Kehrmaschine oder was? Okay, scheinbar muss man aber da auf der Seite durch. Oder man kann hier außenrum laufen. Natürlich ideal für Feiglinge wie mich, wenn diese Roboter umgehen könnte. Oh nein. Raiders! Oh, 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 oh. Das war so vorhersehbar. Ich kann mal nochmal einen Blick auf die Karte werfen. Oh mein Gott, ich bin ja meilenweit von diesem Gebäude entfernt. So, wer ist jetzt verrückt? Springen wir seinen Schaden 6. Das kannst du behalten, Kollege. Okay, aber so wie ich die Sache sehe, muss ich schon wieder unterirdisch irgendwo hin. Aber ich denke mal, der Weg führt mich an den Roboter da vorbei. Das, was ich auch leider befürchtet habe. Leider, ich betone es. Ah, verdammt. Jo. Also, viel Spaß. Wie kommen wir an den Robotern vorbei? Bevor abhängig von mir aus, dass weiter nichts ist. Wir lassen die einfach mal schießen und ich laufe einfach an den vorbei. Was geht, Irland? Hier surft Freedog auf den Funkwellen von GNR. Das steht für Galaxy News Radio. Das wird eine vergessliche Zeit sein. Anscheinend haben wir ein paar Momente. Hört euch das an. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich davon berichtet, dass jemand Monster 101 verlassen hat. James hieß der Knabe. Aber es wird noch besser. Ich habe eine neue Meldung vorliegen, die besagt, dass noch jemand aus dem Loch gestiegen ist. Was zum Teufel ist dort los? Depot der Nationalgarde. Schulferien? Hat jemand einen fahren lassen? Ihr könnt mit mir auf die Mitte laufen, Leute. Danke fürs Zuhören, Leute. Ich bin Three Dog. Und ihr hört Galaxy. Gesetz, der Gewalt angewandt, der Gewalt angehalten.
Tja. Ist die Auswahl gering. Altmetall, Silberenergiezellen und Kernspalt. Batterie. Nehme ich auch mit. Gleisnägel. Das Gesetz wird ohne weitere Verzögerungen durchgesetzt. Gewalt wird nicht geduldet. Ha! Wie lol. Verdammt, 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 wo bin ich hier reingeladen? Jeder Fluchtversuch macht, da wird nur noch schlimmer. Wo denn? Wo steht ihr denn? Gesetzestreue Bürger, bitte Areal verlassen. Der Junge hat echt Schmerzen, ne? Zwei Steampacks, Red Wave, Blue Wave.